Ja, liebe Medienvertreter, liebe Fans und Unterstützer des ersten FC Magdeburg, ich begrüße euch zur Pressekonferenz nach unserem Zweitligaheimspiel in der MDCC Arena gegen Arminia Bielefeld. Endstand vor 26.320 Zuschauern 4 zu 0. Präsentiert wurde die Partie von unserem Partner Schraderhaus. Herzlich begrüße ich auch die beiden Cheftrainer Uwe Koschinat und Christian Tietz. Das erste Wort gebührt wie immer dem Gästetrainer Uwe Koschinat. Ihr Statement zum Spiel, bitte. Ja, kann heute keine zwei Meinungen darüber geben, dass wir A logischerweise verdient äh, verloren haben und das ist mit Sicherheit das Bitterste. Das ist der volle Schlag ins Gesicht äh, für uns, ähm, nicht nur verdient verloren, sondern vor allen Dingen eigentlich noch eher schmeichelhaft gegen äh, Ende des Spiels. Ähm, wir haben eigentlich einen ordentlichen Einstieg ins Spiel gefunden und haben den Gegner relativ lange in der eigenen Hälfte festsetzen können, ohne dann wirklich eigene Aktionen zum Tor auch herausspielen zu können. Aber der Plan ähm, ist eigentlich zu Beginn ordentlich aufgegangen. Aber nachdem dann Magdeburg mit ihrer beschwingten, leichten Art sich immer mehr freigespielt hat, uns vor allen Dingen immer wieder über diese diagonalen Seitenwechsel aufgerissen hat, wurde unser Spiel passiver. Ich habe auch das Gefühl gehabt, ähm, nicht mehr mit der Selbstsicherheit, mit dem Selbstverständnis versehen. Und äh, somit ist dann äh, Magdeburg verdient in Führung gegangen. Das ist dann schon klar, gegen eine Mannschaft, die so ballsicher ist und äh, ja, das Spielfeld so schnell überbrücken kann, wird es dann schwierig, auf der einen Seite initiativ zu sein und auf der anderen Seite nicht die Vorentscheidung kassieren zu müssen. Äh, durch den Elfmeter war das dann der Fall und wir haben uns dann für die zweite Halbzeit fest vorgenommen, erstmal möglichst lange mh, dieses Ergebnis auch tatsächlich zu halten, also nicht Magdeburg in, in noch größeren Lauf äh, kommen zu lassen, das Spiel erstmal auszubremsen. Und auch das hat heute leider nicht funktioniert. Insofern sehen Sie, bei all den Dingen, die ich jetzt anspreche, waren der Plan und auf der anderen Seite die Umsetzung heute einfach ungenügend. Und das müssen wir so stehen lassen. Auf der anderen Seite wechseln wir jetzt den Wettbewerb. Ich denke, wenn du am 34. Spieltag auf Platz 16 stehst, dann ist das nicht unverdient. Jetzt haben wir zwei Spiele die Möglichkeit, die Saison noch einigermaßen zu reparieren. Deswegen muss der Blick ab jetzt nach vorne gehen, ohne dass ich logischerweise versäumen möchte, diese Partie zu analysieren und logischerweise auch der Mannschaft meine Meinung zu dieser Partie zu sagen. Aber in erster Linie geht es jetzt darum, uns auf Wien-Wiesbaden zu fokussieren, um dann wirklich mit voller Energie diese beiden Relegationsspiele anzugehen. Dankeschön. Danke, Uwe Koschinath. Herr ja, Trainer, Glückwunsch zum erfolgreichen Saisonabschluss. Dein Statement zum Spiel, bitte. Ja, es war ein Spiel, das ich finde, dass wir wirklich von Beginn an konzentriert geführt haben. Wir wussten auch bei den Temperaturen wird es wichtig sein, dass wir gerade auch unsere Spielkontrolle einsetzen, dass wir den Ball laufen lassen, dass wir den Gegner Laufen versetzen. Ich habe das schon vor der Partie gesagt, dass wir auf eine Mannschaft treffen, die Geschwindigkeit, die Qualität in ihren Reihen hat. Und ich finde, dass wir da sehr geduldig geblieben sind. Und dass wir es dann auch immer wieder geschafft haben, uns über die Außenbahn im Überzahlspiel durchzusetzen, unsere trippelstarken 1-1-Spieler einzusetzen. Und dann war es eine Frage der Zeit, bis wir dann das Tor gemacht haben. Als wir das gemacht haben, das war natürlich schon auch ein Stück weg, hat, hat es noch mal mehr gelöst. Der Gegner muss versuchen trotzdem dir noch mal andere Räume anzubieten, weil, weil er seinerseits ist, jetzt muss dein Selbstvertrauen steigt. Aber wir haben in, insgesamt etwas gemacht, was ich finde, was uns über die Saison hinaus ausgezeichnet haben dass wir uns nie hängen lassen haben, dass wir immer versucht haben, ein Spiel für uns zu gestalten, auch am letzten Spieltag ein Spiel hier zu Hause erfol äh, erfolgreich zu beenden mit, mit den Menschen hier. Und heute hat die Mannschaft schon phasenweise wirklich sehr, sehr gut gespielt, wie auch die Ballstaffetten gelaufen sind, wie wir uns Chancen herausgespielt haben, wie wir aber auch im, im Gegenpressing drin waren. Deswegen freue ich mich, dass wir die Saison mit, mit so einem Hohen Sieg, Heimsieg abschließen können. Ich möchte es aber auch nicht versäumen, dass ich Arminia Bielefeld wirklich für die Zukunft alles Gute wünsche. und ich weiß, was das jetzt bedeutet, solche beiden Spiele. Viel Erfolg weiterhin. Danke, Trainer. Kommen wir zur Fragerunde. Eure Fragen bitte. Keine Handzeichen soweit. Dann beende ich die Pressekonferenz. Unseren Gästen einen guten Heimweg und viel Erfolg natürlich in der Relegation. Und ein wichtiger Hinweis nochmal: bei uns gibt es am Dienstag um 14 Uhr nochmal eine Abschlusspressekonferenz mit unserem Geschäftsführersport Otmar Schauk. Uns allen soweit dann noch ein schönes Pfingstwochenende. Danke, dass ihr dabei wart. Macht's gut.